Hi meine Lieben, willkommen zum neuen Video von mir. Heute habe ich für euch mal wieder ein Fashion Haul. Und zwar war ich am Freitag in Stuttgart shoppen im Primark Bull & Bear Urban Outfitters. Und dann war ich noch im H&M. Und bei Dresslink habe ich noch ein paar Sachen. Und das möchte ich euch heute einfach zeigen, was ich so gekauft habe. Viel Spaß beim Video. Ich fange jetzt gerade mal mit Dresslink an, weil da interessieren sich wahrscheinlich viele dafür. Ich hatte euch ja in meinem letzten Fashion Haul schon gesagt, dass ich nicht so zufrieden bin mit den Klamotten. Ich habe da schon öfter mal Accessoires bestellt und es hat sich mal wieder bestätigt. Ich habe mir jetzt hier so ein Oberteil bestellt mit so einer Zahl drauf. Auf dem Bild sah es so aus, als wäre es so ein T-Shirt-Kleid, also bis so Mitte Oberschenkel geht. Aber hier musste man die Zahlen, also es ist eben so aufgedruckt und die klebt so richtig aneinander und es ist einfach sehr, sehr eng anliegendes Oberteil. Also war es ein kompletter Reinfall. Dann habe ich hier noch diesen Pulli bestellt, den kennen wahrscheinlich viele, den hat nämlich Nitastic, den fand ich so cool. Aber ich bin, ja, mir steht er nicht ganz so gut. Also ich bin eigentlich relativ zufrieden mit dem. Er ist schön warm, relativ dick, sieht auch gut aus, aber steht mir einfach leider nicht so wirklich. Deswegen, ja, passt er nicht so ganz zu mir. Worüber ich sehr erstaunt war, war eben diese Fellweste hier. Also ich finde, sie sieht richtig gut aus. Ich glaube, die hat nicht mal 10 Euro gekostet oder 10 Euro ungefähr. Und dafür finde ich die Fellweste wirklich genial. Also man kriegt ja Fellwesten eigentlich erst so ab 25 Euro oder 30 Euro. Und für 10 Euro finde ich die einfach wirklich richtig gut und hätte nicht erwartet, dass die von Dresslink dann doch irgendwie trotzdem noch so gut aussieht. Dann habe ich mir noch zwei Accessoires bestellt. Zum einen hier so Nieten, sage ich mal. Ich weiß nicht genau, wie man die nennt. Auf jeden Fall ist das hier Gold und Silber drin. Und die finde ich auch ganz gut. Falls ihr mir dann noch einen Tipp habt, welchen Überlack oder Nagelkleber da am besten ist, schreibt es mir gerne in die Kommentare, weil ich weiß noch nicht so richtig, wie ich die aufkleben soll auf meine Nägel. Und außerdem habe ich mir dann auch noch einen Geldbeutel gekauft. Den kennen wahrscheinlich auch viele von Facebook-Bildern oder so. Ich weiß gar nicht, wie diese Marke heißt, auf jeden Fall mit dieser Krone. Das ist jetzt ein gefakter. Hat halt hier so ein Bändel, damit man den Geldbeutel einfach so ums Handgelenk machen kann, dann mitnehmen kann. Ich habe ihn jetzt in Kaffee und hellblau bestellt. Und hier hinten ist eben ein Fach fürs Handy. Da passt auch mein S3 genau rein, also ohne Hülle natürlich. Hier vorne ist ein Kartenfach und dann hat es hier nochmal so einen Reißverschluss, wo auch noch echt viel eigentlich reinpasst. Also ich bin auch von dem Geldbeutel eigentlich richtig begeistert. Ich verwende den in letzter Zeit auch nur noch, weil ich den irgendwie so schön finde. Wenn wir dann gerade schon bei Accessoires sind, dann komme ich auch noch zu einer Vespa-Dose. Ich weiß, es passt eigentlich nicht in ein Fashion Haul, aber ich war eben bei Urban Outfitters und ich finde die so, so süß. Das ist so eine kleine Panda-Vespa-Dose. Und ja, ich finde die total niedlich und musste die einfach haben. Dann mache ich mal mit Pull & Bear weiter. Und zwar habe ich mir dazu zum einen so einen Crop-Top gekauft. Das ist in so ganz dunkelschwarz, hat hier hinten dann noch einen Reißverschluss und ist oben im, sehr weit zu, also hat keinen tiefen Ausschnitt. Ist sehr eng anliegend und hier vorne geht es dann auch nochmal ein bisschen überkreuzt. Und es ist kein reiner Stoff, sondern hat noch so ein Muster drauf gestickt, was man aber eigentlich nur von der Nähe sieht. Also ist ein sehr unebenes Top. Dann habe ich mir noch ein Kleid mitgenommen. Und das Praktische war auch, dass ich am Freitag war und da war ja Black Friday und dann war in vielen Läden auch einfach Black Friday Sale. Das fand ich eigentlich ganz praktisch. Und dann habe ich eben auch dieses Kleid dann noch bei Pull & Bear mitgenommen. Es ist sehr eng anliegend, hat auch in diesem Rautapeten, nicht Muster, sondern Stoff, also ist sehr geriffelt. Dann ist an der Taille und oben sehr eng anliegend und dann ab der Taille fällt es dann so Skaterrock-mäßig noch ein bisschen weg. Und ich finde, das hat irgendwie so einen Schnitt, dass es irgendwie sehr, sehr schick wirkt, finde ich. Und weil ich aus Berlin auch so eine High-Waisted-Hose vom Bull & Bear mitgenommen habe und ich die so mega, mega bequem finde, habe ich jetzt nochmal danach geguckt, ob es da noch andere Ausführungen von der gibt.
Und habe dann noch eine gefunden. Und zwar auch eine, die an den Knien solche Löcher hat. Nur was mich eben stört, dass hier solche Fäden dann noch drin sind. Die schneide ich wahrscheinlich dann noch raus, weil ich es einfach so schöner finde. Also das hat sie an beiden Knien. Und da stand, dass sie super high-waisted ist. Also genau das Richtige finde ich auch für den Winter, dass man noch Crop-Tops tragen kann. Und die ist in einer helleren Waschung als meine alte Jeans. Außerdem sind dann noch zwei Schuhpaare die letzten Monate dazu gekommen. Und zwar zum einmal diese Gummistiefel, die habe ich euch auch auf Instagram gepostet, weil ich die einfach nur mega genial finde und zurzeit so, so gern anziehe. Die habe ich bei eBay bestellt und sind solche Chelsea Boots. Einfach nur als Gummistiefel, sind ja eben für die Jahreszeit sehr gut geeignet, wenn es immer regnet. Und haben eben hier auch noch so ein bisschen Gummi. Und ich finde die einfach, sehen einfach mega cool aus. Also richtig stylische Gummistiefel einfach. Außerdem sind diese weißen Chucks dazugekommen. Meine alten sind ja wirklich nicht mehr weiß. Also ich blende euch jetzt mal ein Bild ein im Vergleich die neuen zu meinen alten. Und die sind wirklich, wirklich abgetreten. Deswegen war es jetzt eigentlich wirklich mal Zeit für neue. Und zwar finde ich bei den alten das Logo hier vorne schöner, aber ich meine, weiße Chucks kann einfach nichts toppen, weil es meine absoluten Favoritenschuhe sind. Dann war ich bei Primark, da habe ich allerdings nicht so viel mitgenommen. Und zum einen mein teuerstes Teil war hier dieser Bademantel und ich hatte noch keinen Bademantel und ich bin so glücklich darüber, weil ich ziehe den jetzt jeden Abend an und jeden Morgen und dann kann man einfach leichter aufstehen, weil es nicht so ganz kalt ist und dann kuschel ich mich immer in den Bademantel rein und der ist so hammermäßig bequem. Der hat hier zwei Taschen und der Stoff ist eben auch wieder aus so Rautapetenstoff und dann, also wie eine Rautapete ist, falls ihr wisst, was ich meine. Und dann hat er hier so an den Taschen noch so ein Leoprintstreifen an den Ärmeln und hier vorne einmal ringsrum hat er das auch. Und ich finde den so mega bequem und der ist so flauschig, ich könnte da drin einfach wohnen. Wenn wir gerade bei flauschig sind, dann habe ich mir nämlich noch ein paar Socken mitgenommen, so Kuschelsocken. Und zum einen hier einmal solche pinken von Batman, die waren gerade reduziert. Dann so ein Sockenset, das ist eigentlich auch eher so ein Geschenkeset. Und das sah so aus, da waren noch diese weißen Socken drin, die hatte ich allerdings schon an. Und die sind so, so hammermäßig warm. Ich liebe die einfach. Die glitzern auch so ein bisschen. Und dann habe ich noch ein paar Socken mitgenommen, die ein bisschen dicker sind, aber jetzt nicht so ganz flauschig, sondern eher in diesem Norweger-Pulli oder dieses Strick-Pulli-mäßige sind. Und zwar war das so ein Dreierpack mit so beigen, dann so blau-melierten und rot-melierten. Und die finde ich auch, die sehen mega cool aus und sind auch mega, geben einfach mega warm. Achso, ja, dann ist noch eine Bettwäsche mitgekommen. Da sitze ich auch gerade drauf. So, hier seht ihr es vielleicht auch ein bisschen. Die hat so eine Weltkarte drauf und ich finde die einfach mega genial. Also einfach so hell und dann in braunen Konturen so eine Weltkarte. Ich habe sie euch auch in meinem Deko-Haul am Sonntag gezeigt. Das verlinke ich euch mal unten. Und mein letztes Teil von Primark sind dann hier so Haargummis. Da sind, ich glaube, 50 Stück sind das. Ja, 50 Stück. Gibt dicke und dünne Haargummis und eben auch in verschiedenen Tönen, je nachdem, was für eine Haarfarbe man hat. Ah nein, ich hatte noch einen Teil bei Primark und zwar diese Klatsch. Die war auch gerade reduziert von 5 Euro auf 2 Euro. Und ich finde dieses Muster einfach mega cool. Ich finde, es sieht halt einfach aus wie Blümchen. Das ist eben so reingesteppt und in diesem Rose Gold. Und das finde ich einfach mega schön. Also einfach so eine Klatsch oder kann man auch als Kosmetiktasche verwenden. Und hat dann hier eben auch wieder so einen Henkel, wo man sich das dann so drum machen kann. Bevor ich jetzt zu den H&M-Sachen komme, habe ich noch zwei Shampoos. Ich weiß, es gehört eigentlich auch nicht zu Fashion, aber ich wusste nicht genau, wo ich sonst zeigen soll. Und zwar habe ich mir eben auch am Freitag so zwei Shampoos von KMS gekauft. KMS California zum einen das Shampoo Free Shape, das ist für Hitze. Also, dass man danach seine Haare mit Hitze bearbeiten kann. Und dann einmal das Moist Repair, ich hoffe, ich habe es jetzt richtig ausgesprochen, als Conditioner eben für meine Längen. Und
Ich hatte die Shampoos schon mal, beziehungsweise hatte ich eben davon den Conditioner und das Shampoo und ich finde die mega, mega cool. Die riechen eben sehr gut und falls ihr eure Haare eben mit Hitze bearbeitet, hilft es wirklich sehr, dass sie nicht so viel Schaden mit sich tragen. Dann sind wir jetzt auch schon bei H&M angelangt und da habe ich mir zum einen einen Lederrock gekauft. So einen wollte ich schon seit ein paar Jahren, also solche, die wirklich richtig weit ausfallen und ein bisschen festeres Leder sind und beziehungsweise der ist jetzt auch sehr dünn, aber eben so abstehen, wenn man die anhat. Und dann habe ich eben einmal den mitgenommen und dann noch eine Sache aus Leder und zwar so ein Top. Ich bin auch schon länger auf der Suche nach solchen Tops mit einem Schößchen und da habe ich das gefunden. Das fand ich, sah eigentlich ziemlich cool aus. Das ist auch drin sehr gefüttert, also sehr flauschig, sage ich mal. Und hat hier hinten eben einen sehr, sehr langen Reißverschluss, damit man es zumachen kann. Und ich finde, es sieht einfach sehr edel aus. Dann habe ich noch zwei Accessoires. Und zwar zum einen hier diese Beanie. Die habe ich euch auch schon in meinen Herbstfavoriten gezeigt. Das ist so eine graumelierte und da ist eben so ein Bund schon hochgenäht. Also den kann ich nicht runter machen. Und die hängt eben sehr weit hinten zurück. Und dann übertrieben große Handschuhe. Und ich finde, seit dem Wochenende ist es einfach so, so kalt geworden. Und ich weiß nicht, wie ich den Winter überleben soll. Und dann habe ich die Handschuhe gesehen. Die waren nämlich auf 5 Euro runtergesetzt. Und die haben innen drin so schönes Vlies. Und die sind so dick. Also das sieht man aus, als hätte man so Bigfoot-Hände. Also die sind wirklich richtig, richtig riesig groß, aber ist mir eigentlich egal, wie das aussieht. Ich finde, die sind einfach nur kuschelig warm und ja, irgendwie muss man ja den Winter überstehen. Das war's jetzt dann mit meinem Video. Ich hoffe, euch hat der Fashion Haul gefallen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, welches Teil ihr am besten fandet. Und dann sehen wir uns hoffentlich zu meinem nächsten Video wieder. Bis dann. Tschüss. That I could stay, wish for this moment to never go away, but it's all in my mind, and though I know that there is nothing to find, you're a beautiful sight in the sun.